Komm, nee, komm schon. So, also. So, was man schon, ich tue auch nicht viel filmen. Heute Morgen war ich oben in Heideheim. In Heideheim war es relativ viel, also mehr wie sonst. Ich würde mal sagen, ja, jetzt wird es rund drei. Vielleicht. Okay. Also, bist du morgen dabei in Aalen? Schon mal bespannt? So. Ja, der hat es eilig. Ja, ja, Göttle. So. So, jetzt schauen wir mal, machen wir mal von die Leute, die Gruppe von hinten. Wollen wir mal überholen. So, dann halten wir andersrum rein. So, jetzt schauen wir mal das Motto. Das Motto von der Demo. So. Ja, es ist im schnuckligen kleinen Kreise, aber jeder fängt mal klein an. Und ja, Polizei kommt auch gerade. So. Was die hier machen, das ist eine gute Frage. Oh, nee, ich glaube, die machen das anders. Die Polizei. Schauen wir mal, wer da alles hier von der Polizei durchkommt. Okay, halt. So, okay. So, den wahrscheinlich morgen, das ist der trendiert. Die gehen wahrscheinlich gleich wieder nach Hause. Da heißt dann wahrscheinlich im Leitspruch, sind so viele von der doppellinken Gruppe. Ja, heißt drum. Ich will ja jetzt nichts irgendwie was sagen, sondern doppellinks, dreimal links, viermal links. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Ja, genau. So. Auf jeden Fall ist es interessant, dass man das mal ein bisschen dokumentiert, dass auch in Heubach Leute aufstehen und irgendwie wach werden. Auch wenn gewisse Ärzte in Oberkochen Patienten nicht mehr versorgen und die Fürsorgepflicht sträflich verletzt. In Oberkochen sind natürlich Ärzte da ein bisschen ganz, ganz komisch. Wobei man sagen muss, die sind auch politisch aktiv. Und dann kommt natürlich das auch, kann man eins und eins zusammenzählen, ja, woher die Gesinnung kommt, dass man Patienten nicht mehr betreut und ja, mehr oder weniger so genötigt in der Praxis eine Maske zu tragen. So, jetzt wird wahrscheinlich erstmal verifiziert von der Polizei und dem und der Versammlungsleiter. Abstand. Ja, wenn die Masken, wie heißt das nochmal, die 1,50 Meter einkeilen, dann braucht man keine Maske tragen. Ich habe gesagt, wenn die 1,50 Meter einkeilen, dann braucht man keine Maske tragen. Das steht in der Auflage drin von der Stadt, ich kann es Ihnen zeigen. Okay. Es sind zwei Ordner einzusetzen und die Ordner müssen mindestens mit einer Armbinde oder halt entsprechenden vergleichbaren, okay, und eine nichtmedizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nur das die Ordner. Nur die Ordner. Das ist ja schon, genau, ganz frische von mir. Das ist ja schon spannend, eine nichtmedizinische. Ja. Und dann, hast du? Ich habe ich mein Knoblauch nicht vergessen zu holen. Ich habe mir überlegt, ob es mich nicht mehr. Ja, ja. Der Schmidt ist der Chef. Oh je. Gut, alles klar. Ja. Ich weiß nicht, aber er ist der Chef. Ja, ja. Ich weiß, ich ging es ja vom Landratsamt zu.
Herr Bies, oder? Ich bin der Versammlungsleiter, ja. Genau, da haben Sie ja das Schreiben auch bekommen. Deswegen genau, möchte ich dran. Einfach ja, also das hat immer so funktioniert. Also wir haben schon mehrere Veranstaltungen gemacht. Das ist die erste, wo das dann... Ja, wenn es so draufsteht, dann muss ich sagen, das könnte noch ja, ja, ja. Also bisher war es nicht der Fall. Okay. Ich verteile die Maske und ja. Wir halten meistens die drauf hin. Ja. Mhm. Ja, danke. Wir sind ja klein, also klein und bescheiden. Aber ja. Halten uns einfach an die Regeln. Und genau. Dann geht der Quatsch dann genau. Vorbei, das ist genau. Das genau. Schnell ich habe auch keine Lust mehr drauf. Ja. Ja. Dann marschiere sie doch mit. Aber wissen wir, was die Wahrheit kommt an sich? Ja, nehmen wir dürfen jetzt schon bloß nicht aussagen, sonst kommen jetzt ja wieder Probleme. Weil Sie haben ja auch einen Hirn. Denke ich mal, dass wir Kinder haben. Genau. Haben es geht um die Kinder. Für sich, Ihre Familie. Ja. Ich nehme es mal. Das ist einmal das Informationsblatt. Die Polizei ist weg, wenn ich genau. Hat auch der Landrat schon, Polizeidienststelle haben es auch schon. Und das ist der Elternbrief. Aber Sie können es auch privat lesen. Man kann nur gewinnen, wenn man Informationen hat. Alles Wissen klar. Ist Macht, hat schon war der erste Satz. Und die Wahrheit kommt frei. Ja, vielleicht muss auch ein Aufwand. Halten Sie sich einfach an die Regeln, dann was auch. Ja, kein Problem. Dass Sie ab Montag in der Schule bis 9 Stunden mit dem Maske machen können. Wir und, haben dann jetzt nach, und dann ist schon nach den Oktoberferien, also nach den Herbstferien, ist geplant, die Schule wieder zu schließen. Man plant und plant und plant. Und ich habe gerade jetzt ein Ärzte-Interview wieder gehört dazu. Ich verstehe alle Argumente von jedem Seiten. Dennoch ist eine Situation gerade, die für jeden, ich sage es auf Deutsch, scheiße läuft. Die Wahrheit soll frei machen und die Wahrheit soll nicht kommen. Das dafür sind Sie ja heute da. Genau, super. Die Regeln einzuhalten und dann passt es. Okay? Genau, super. Wir haben zum ersten Mal jetzt keinen Plan gekriegt. Das läuft diesmal über das Landratsamt. Bisher genau. Ging es immer über die Stadt. Die Gemeinde Issen hat es auch noch selber gemacht. Ich habe anscheinend nicht rechtmäßig gelesen. Jetzt haben wir keinen Plan. Wir gehen über die Walder Bauernfeldstraße. Ich bin ortsunkundig. Unkundig. Und dann geht es Richtung Evangelischer Friedhof. Links rum. Sind der Oberkoch noch dabei, oder? Ja, ich bin oben. Ja. Also, okay. Gut, falls das Mund verlaufen und. Ja, nee, nee. Dann Eichstorf da rein. Ja. Zum Kassenbachstraße, Alnerstraße. Genau, richtig. Und dann zum Schluss zum Rathaus zurück. Ja. Also, da hätte ich eine Frage, und zwar folgendermaßen. Ich habe jetzt in Oberkocher, bin ich schon öfters mal entlang gelaufen und habe Feststellung gemacht, dass da relativ viel Maske auf dem Boden liegt. Gerade so blaue Maske, so Wegwurfmasken. Und, das ist überall ein Problem. Ja, richtig, genau. Und das sollte doch eigentlich, wenn der Bürgermeister so engagiert ist, Herr Traub, sollte er vielleicht doch einmal dann auch mal was unternehmen, dass er vielleicht mal ein paar Leute rumschickt und nach den, ich sag's mal, nach den gemeingefährlichen Masken, wo natürlich total verseucht sind, da mal versucht, die mal auch zum Entsorgen, natürlich auch zum Schutz der Bevölkerung. Weil wenn er sich schon für Oberkocher so einsetzt, dass er überall ein Verbot ausspricht mit, ich sag's mal, Geschäften und sonst was, mit Strafen und so weiter, schon natürlich auch ein gewisser Vorredner. Ich kann kurz ein Statement dazu geben. Also das ist allgemein überall ein Problem. Herr Traub ist ein sehr guter Bürgermeister. Das Problem, wie gesagt, bin ich der falsche Ansprechpartner, müsste ich mal mit ihm sprechen. Es wird sich natürlich bemüht, dass das hier gereinigt wird und alles. Ansonsten, mir ist es bewusst, dass die umweltschädigend sind, diese Masken. Ansonsten kann ich gerade nicht viel dazu sagen. Ja, man muss es mit dem Bürgermeister oder mit dem Bauhof mal besprechen, dass die auch drauf hat, dass die auch drauf genau, haben. Genau. Nee, wie gesagt, ich wohne nicht weit vom Bürgermeister weg. Ja. Und sagen wir mal so, ich weiß, es ist alles kein Thema, aber ich habe gedacht, dass ihr als Polizei das vielleicht auch wisst, zur Kenntnisnahme. Okay, aber alles gut. Kein Problem. Bloß, dass ihr Abscheid wisst. Okay, alles klar, bedanke ich mich. Und die Maßnahmen, die der Traub halt ich weiß. Wegen Weihnachtsmarkt und so macht, das ist überall so. Da kann er auch nichts dafür. Wir können alle nichts dafür. Mhm. Kriegen die jetzt auch die neue Maske? Nein. Das sind jetzt neue Masken von der Polizei. Die sind ein bisschen, da kann man besser atmen. Mir nichts bekannt. Ist nichts bekannt. Okay, alles klar. Schönen gut, dann geh. Ja, tschüss. Also, jetzt habe ich mich ein bisschen auch zu Wort gemeldet. Upsala, jetzt schauen wir mal wieder zum Schwenken.
Otzke, ey, der Kai schaut da. Ah, super. Hi, servus. Hi. 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 Bist du das, wo ich mit dir telefoniert habe? Nö. Ja, ja, doch. Echt? Ja. Cool. Okay. Lachen wir weiter. Geht's los? Ja, ja. Du, langsamer. Warte, dass wir zusammen sind. Obwohl, Mindestabstand einhalten. Die Gesetze nicht mehr gelten und die Ordnungsämter das alles machen dürfen und regeln. Das ist unser Problem. Ja, ja. Dass die Gesetze nicht mehr greifen. Ja, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Die Verordnungen von den Ordnungsämtern, und die sind ja so stark. Ja. Die sind so stark. Wir können auch noch einmal, ich sag mal, persönliches Ding mal machen. Von mir bitte nicht. Nicht? Okay. Ich kenne die irgendwo her. Ich sag jetzt halt du, gell? Ja, logisch. Wir sind alle per Du. Ja. Ich bin hier von Oberkochen. Echt? Ja. Ich auch. Wohnst du oben? Heidi, ja. Ja, ich auch. Hä? Ich gehe nie aus dem Haus. Ich gehe auch nie aus dem Haus. Ich sag mal, wenn ich das Haus verlassen muss, das ist, wie wenn ich mich in Gefahr begebe. Ja. Weil das noch Verrückte um mich herum sind. Richtig, genau. Lauter Maske, Leute. Da muss man aufpassen. Da hast du gar keine Lust mehr. Genau. Ja. In der Kopernikusstraße. Du wohnst oben, da wo das Bild gemacht wurde. Könnte das sein? Wo das Bild gemacht wurde. Kopernikusstraße, da wohne ich nicht weit weg. Ich wohne da, wo der Bürgermeister wohnt. Da wohnst du? Oberhalb. Aha. Und ich wohne am... Brauchst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt hier. Nicht so genau. So, ja, also ihr seht, im kleinen Kreise, auch die Polizei war hier sehr nett. So soll es auch sein. Da natürlich auch ihre Arbeit. Und wie man es natürlich auch zwischen den Zählen rausbekommen hat, vom Gespräch her, wissen die eigentlich auch, was Sache ist. Und ja, wie gesagt, sind halt auch Zahlungsempfänger am Ende der Gehaltskette, so wie fast alle, wo da hier aktiv tätig sind. Ja, der Staat zahlt alle, macht sie dadurch abhängig. Genau. So, jetzt machen wir mal geschwind mal zwischendurch mal noch ein bisschen Werbung, so dass ich das lesen kann von der Seite. Und zwar folgendermaßen ist morgen um 14 Uhr in Gmünd am Schießteilplatz startet unser Autokorso. Kommt bitte alle, ihr kriegt jeder so eine hammergeile Flagge ins Auto montiert und der Stefan wird der komplette Korso abfilmen. Genau, das werde ich komplett filmen alles und werde es danach bei YouTube und auf meiner Homepage reinstellen. 50 Kilometer über die B29, wow. Über die Autobahn. Wow. Kommen zahlreich. Okay, alles klar, dann machen wir wieder weiter hier. So. Also Ordner haben wir hier genügend. Ich glaube, ja. Wir duftet hier. Ja. So. Ich hätte mal sagen. Jetzt machen wir mal kurz einen Break. So, jetzt schalten wir uns wieder dazu. Jetzt sind wir da, kann man sagen, in der Mitte von Oberkochen. Da, wo früher immer der Markt abgehalten worden ist. Und filmen wir mal hier wieder ein bisschen. So. Hier vorne drauf ist dann die Volksbank. Ja, genau. Und dann drehen wir da wieder. Ja, genau. Jetzt sollen wir dann da vorne ein bisschen mal warten. Ja. So. Also alles im grünen Bereich. So, Sicherheitsabstand alles eingehalten, alles ganz perfekt nach Vorschrift. So. Ja, jetzt. Jetzt warte mal geschwind. Darf ich dich geschwind ein bisschen interviewen, dass ich, bis dahin kannst du auch ein bisschen was erzählen von dir. Gerne. So, wegen was du jetzt hier bist,
und was du sagst. Mein Name ist Marcel Fries, ich komme aus Aalen. Ich mache hier den Rundgang der offenen Fragen. Es geht um die Covid-19-Impfung. Die Covid-19-Impfung ist eine sehr umstrittene, ich meine sehr gefährliche Impfung. Da sollte sich jeder, nicht nur ihren Arzt, seinen Arzt oder Apotheker fragen, zu Risiken und Nebenwirkungen, sondern er sollte zunächst einmal sich selber fragen. Richtig so. Gell? Und er sollte seinen gesunden Menschenverstand einschalten und sollte sich viele Informationen von freien Informationsquellen im Internet besorgen. Ganz einfach deshalb, weil wir in unseren Medien leider keine umfassende Information mehr bekommen. Das ist ganz, ganz arg wichtig, dass ihr euch, bevor ihr euch impfen lasst, wirklich ganz, ganz gut informiert. Es geht um einen genetischen Impfstoff. Es geht nicht um einen Erreger, um einen Viruserreger, der abgeschwächt wurde und dann geimpft wird, sondern es geht um genetisches Material. Ich selber bin Landwirt. Ich kann Ihnen sagen, als Landwirt dürfen wir keine gentechnisch veränderten Futtermittel einsetzen. Also Raps, Sojaschrot und Mais. Und es ist verboten in Deutschland. Und jetzt soll ein Gentechnik direkt in den Körper injiziert werden und in die Zelle transferiert werden. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und es werden von vielen Tausenden von Medizinern und Wissenschaftlern wird davor gewarnt und deshalb tut euch ganz, ganz gut informieren. Um das ganze Corona hängt eine ganze Menge noch drumherum. Also es geht hier nicht nur um das rein Medizinische, es geht auch um die Gesellschaft, um die Wirtschaft und es geht ums Geld, um die Währung. Also es ist ein ganzes Paket, wo da ganz hochinteressant ist. Informiert euch, es geht um viel. Es geht um den Frieden und die Freiheit in Zukunft. Jetzt fragen mich viele, warum mache ich das? Ich mache es für die Jugend. Ich mache es nicht für mich, also mir reicht es voll. Ich mache es für die Jugend, weil die Jugend hat einen ganz schweren Stand. Da wird gerade so viel Schulden gemacht. Das können die nie mehr bezahlen, das können wir nicht bezahlen, das können unsere Kinder nicht bezahlen und das können unsere Enkel nicht bezahlen. Und macht euch einfach Gedanken, seid kritisch, gell? Tut differenziert denken. Das muss man ganz arg in dieser Zeit. Das ist der Grund, weshalb ich es mache. Ich verdiene keinen Cent an der ganzen Sache. Ich mache das aus reiner Überzeugung, weil ich anderen helfen möchte, an Informationen zu kommen. Ihr könnt auch nachher von mir ein Informationsblatt haben, wo viele Quellen drauf genannt sind, wo ihr euch informieren könnt. Ihr kriegt auch von mir einen offenen Elternbrief. Hier hinten sind ein paar Schüler. Im Moment sind die Schüler mit am meisten betroffen von der ganzen Corona-Geschichte. Und deshalb, das ist der Grund, weshalb ich es mache. Ich mache es für meine Kinder und für meine Enkel, nicht für mich. Ich habe eine Frage. Gibt es die Möglichkeit, in den Schulen, dass ihr da seid. In den Schulen das weiterzugeben, das wäre wichtig. In den Schulen, da gilt das Hausrecht. Und das, ja, weiß ich. In den Schulen gilt das Hausrecht. Sie können also ab dem Schulhof haben Sie kein Betretungsrecht. Da haben Sie keine Chance. Die ganzen Lehrer, das sind alles Beamte, sind im Moment ganz wenige Lehrer, die bis jetzt demonstriert haben. Das heißt, ihren Dienst gekündigt haben. Es geht da einfach um die Versorgungssicherheit. Wir haben ganz, ganz viel Angst. Und ja, aber das, was in den Schulen gerade abgeht, es ist der Wahnsinn. Da müssen wir uns ganz arg wehren, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir unsere Kinder nicht gesund halten und auch gesellschaftlich gesund halten und leistungsfähig halten, in Zukunft geht unsere Gesellschaft irgendwann einmal unter. Ganz einfach. Ja. Deshalb ist ganz arg wichtig, ich mache es für die Kinder, für die Jugendlichen, für unsere Zukunft. Nochmal die Frage mit der gentechnischen Sache, mit der Impfung, ja, das habe ich schon gehört, aber woher ist die Information jetzt? Dass die Impfung auch gentechnisch verändert. Ja, das ist. Ich gebe Ihnen hier Informationsquellen mit, hauptsächlich der Professor Bakhti, Dr. Frohbereit, sind alles. Da gibt es einen Corona-Untersuchungsausschuss, wo wirklich
profunde Sachkenner der Materie das Ihnen erklären. Es gibt jetzt auch hier gestern ist ein Video hochgeladen worden von Professor Hadic, der Ihnen auch erklärt, wie wenige eigentlich wirklich von Corona betroffen sind, die positiv getestet wurden. Das ist also einer von 12. Das ist also eine Fehlerquote von irgendwo 94-95%. Der Bill Gates promotet das auch. Der Bill Gates, der bringt es auch, dass es ein genmanipulierter Impfstoff ist. Ja. Und RNA, mRNA. Ist ein Messenger-RNA. Genau, und der promotet das alles in der Bill und Melinda Gates Stiftung. Und noch zusätzlich mit dem RID 2020 Chip. Das heißt, er favorisiert es. Er macht es. Das geht von ihm aus. Er finanziert auch die WHO, der finanziert die Charité. Er finanziert die. Nee, das wird nicht behauptet, das ist Tatsache. Okay, wir gehen weiter. Ja, gehen wir weiter. Genau. So. Jetzt gehen wir mal wieder weiter. Jetzt soll ich mal wieder zwischen einmal den Stream mal beenden. So, wunderschön. Alle haben auf mich gewartet. Weil, wie gesagt, man darf ja nicht die Wegstrecke groß verlassen. Man hat natürlich auch seine Auflagen. Und deswegen bin ich hier natürlich ein bisschen geschwind weggegangen. Und das passt soweit. So. Wunderbar. Oberhorn schläft halt noch ein bisschen von den Leuten. Was will man machen? So, nehmen wir mal ein bisschen von dem Marsch auf. Immer ein bisschen stellerweise von Oberkochen. Eine Unterführung. So. Und hier vorne sieht man natürlich dann wieder das Rathaus, wo wir vorher angefangen haben, uns zu bewegen. Die Polizei hat uns freundlicherweise in Ruhe gelassen. Ja. Alles schön. Jetzt haben wir natürlich dann wieder mal die Ordner haben ihre Tätigkeit aufgenommen und haben uns den Weg freigehalten, dass wir über die Straße drüber gehen können. Da habe ich natürlich gleich die Initiative ergriffen und habe natürlich mein Filmutensilien wieder angeworfen. Ja, und man sieht es, der Marsch ist bestimmt 100 Meter lang. Also ich muss sagen, das ist ein Rekord für Oberkochen, dass ein Marsch über 100 Meter weit geht. Auch wenn es natürlich ein paar weniger Leute sind, aber ist egal, es sind 100 Meter. Abstände, genau. Richtig, genau. Also wunderbar. Jetzt. Also, schön, dass ihr es alle bis hierher geschafft habt wieder. Wir haben die Runde drum. Also wir sind auch ganz prima in der Zeit. Ist also kurz vor 4. Und ich will jetzt noch hier nochmal die neuesten Informationen verteilen und den offenen Elternbrief. Den habe ich schon letzte Woche verteilt und auch in Heideheim. Der ist eigentlich aktuell unverändert. Aber was jetzt ganz neu ist, ist jetzt, also sind 3-4 neue Videos hier. Ein Link dazu. Und das ist einmal von dem Thomas Wippesaal. Das ist also ein ganz hochinteressantes Interview. Da geht es um den Reichstagssturm. Sagt er, da war eine Show. Und zwar ist es ein ehemaliger Polizeibeamter, der da Einblicke hat in diese Geschehnisse. Und der hat es jetzt also aufgedeckt. Der gehört zu der Gruppe
kritischer Polizei- und Kriminalbeamter. Und der hat es also jetzt aufgedeckt und das ist also jetzt wirklich, kann man sagen, nachgewiesen, dass das eine Gegenreaktion war von dem Innensenator von Berlin, weil er zweimal hintereinander eigentlich gegen die Gerichte verloren hat und dann wollte er die ganzen Querdenken oder die ganze Freiheits- und Friedensbewegung in die rechte Ecke stellen. Das war eigentlich der Grund und es ist sehr interessant, geht eine Dreiviertelstunde, lohnt sich wirklich. Auch andere Dinge werden da berücksichtigt und ausgeleuchtet. Das zweite ist dann vom Professor Hadic, der gibt einmal einen Grundkurs in Epidemiologie, der zeigt, wie viel eigentlich nur wirklich Corona haben von den ganzen positiv Getesteten. Das hängt nämlich ganz stark davon ab, wie hoch der Grad der Verseuchung ist. Und hochinteressant, also, aber man muss einen ganz klaren Kopf haben, es geht viel um Zahler und ums Rechner. Und das Letzte noch, was ich sagen wollte, ist dann noch der SWR Marktcheck ist auch neu, das Maskendepakel, da sind schon viele Masken bestellt und nicht bezahlt vom Gesundheitsministerium. Das Gleiche ist ja jetzt, die ganzen Spritzen sind ja auch schon bestellt, ist jetzt die Woche in der Zeitung. Und jetzt Hauptthema soll aber trotzdem dennoch nächste Woche sein, die Maskenpflicht in den Schulen ab der 5. Klasse. Also das geht gar nicht, gell? Und da müssen wir uns jetzt mal noch überlegen und kurz schließen, wie man da irgendwo noch eine Sonderaktion in Aalen starten kann. Ich werde mich da mit der Sigrun noch kurz schließen und ich kann es jetzt bloß nicht genau sagen, was wir machen, aber wir stellen was in die Gruppe irgendwo, wenn wir auf dem Wochenmarkt in Aalen was machen. Ich habe auch schon gedacht, ich wollte euch mal fragen, was ihr davon haltet. Das wäre natürlich eine ganz lebendige Sache, wenn ich hier einen Bildschirm drauf mache. Ich habe ein Wohnmobil, einen Bildschirm, einen Fernseher, wo mit 12 Volt läuft und da kann da unten eine Batterie quasi in den Wagen auch mit transportieren und dann könnte man auch irgendwelche Videos laufen lassen. Ich habe da von einer Mitstreiterin auch ein Video angekündigt bekommen, wo gezeigt wird, wie bei Kindern der Test gemacht wird in der Schule, wo die quasi von den eigenen Lehrern festgehalten werden, schreien wie am Spieß und zum Teil durch die Fenster dann abhauen und flüchten. Und irgendwo in der Richtung müssen wir irgendwo die Leute müssen Bilder sehen, damit die sehen, den Ernst der Lage erkennen. Und das ist schon so ein Gedanke, dass ich eine Seite vielleicht abbaue und dann da irgendwo so ein Bildschirm platzieren würde. Wäre mal eine Idee von mir. Ja? Gute Idee. Ja. Gut, also, jeder kann sich jetzt noch ein neues Informationsquellenblatt mitnehmen und wer noch nicht hat, einen offenen Elternbrief. Habt ihr einen Elternbrief schon? Ja, den habt ihr gekriegt. Okay, der ist noch von letzter Woche. Jetzt muss ich es auseinandernehmen, sonst spreche ich es nicht. Einmal Elternbrief habt ihr noch nicht, gell? Weiß ich. Einmal du auch nicht. Ja, aber das ist auch. So, da kommt jemand Interessiertes noch vorbei. Wir mal ein bisschen schauen, was hier los ist. Sehr schön. Wir sind, haben die Aale immer Demo, wenn ich die nächste. Ja, genau. Okay, also hier noch weiter: Elternbrief, Infoblatt. Elternbrief und dann Infoblatt. Infoblatt, Elternbrief, ja. Noch eins wollte ich sagen, warte mal, ihr habt auch noch eines.
Das extra hieß aber nicht, ja, wir haben übertrieben, oder? Okay, und jetzt wollte ich noch zum Abschluss sagen, ich habe mich entschlossen, nachdem ich gesehen habe, was da mit den Kindern abgeht und Bildung ja Ländersache ist, demnächst ist ja Wahl in Baden-Württemberg und zwar am 14. März habe ich mich entschlossen, für den Landtag zu kandidieren. Und ich bräuchte diesbezüglich 150 Unterstützungsunterschriften. Und es ist heute zum ersten Mal, dass ich die dabei habe, weil die müssen extra ausgedruckt werden vom Landratsamt. Und ich würde diejenigen, die im Wahlkreis 26 sind, das ist der Wahlkreis Aalen, also alle, die im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd sind, die können mich also nicht unterstützen. Die dürfen gerne ein Blatt mitnehmen und mir das dann wieder zukommen lassen. Also wie gesagt, Aalen, das sind alle Stadtkreis Aalen, hier Oberkochen auch noch. Leeresheim, das geht bis runter, hinter Unterschneidheim, okay. Elwangen, die Achse runter, ist alles Wahlkreis Aalen. Und ich gebe das jetzt als nächstes noch weiter geschwind und da könnt ihr mich, wenn ihr wollt, gerne unterstützen. Ja, ein Mann, der setzt sich vor uns ein, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. So, jetzt ist er weg. Okay. Ja, oder gebe es mir und dann lasse ich das. Also normalerweise gebe ich es mir und ich tue es dann einreichen. Das sollten wir auf dem Landratsamt machen. Ja? Okay. Genau. Also immer, wenn ihr mich seht oder. Ja, gerne. Ich habe jetzt. Ja, wenn dann du das kopierst, das geht auch. Genau. Für jeden Wähler, jeder, wo wahlberechtigt ist, darf eins nehmen. So, also, das alle her, wo ihr habt. Ich habe da bloß 15 oder 20 mitgenommen, ich weiß es nicht. Aber ich denke, alle, ja, es reicht für jeden ein paar mehr. Habt ihr zwei? Ich nehme auch noch eine mit. Genau. Aber genau, ich dürfte ein paar mitnehmen. Sigrun nimmt schon auch ein paar mit. Gell? Wer? Schwäbisch Gmünd gehört nicht dazu. Nee. Nein, Schwäbisch Gmünd geht nicht. Bei mir schon, bei mir auf dem Betrieb ist die Kreisgrenze die ehemalige. Also das Haus ist nur Aalen, alle Felder unterhalb sind Issinger, also sprich Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd geht nicht. Das ist Wahlkreis 25. Ja, da kannst du theoretisch dich für zwei Wahlkreise aufstellen lassen. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen, ist eine ganz große Ungerechtigkeit. Alle Parteienvertreter dürfen immer in zwei Wahlkreisen gleichzeitig antreten und können noch einen Stellvertreter. Einzelbewerber, ich bin ein parteiloser Einzelbewerber, der darf nur in einem Wahlkreis und ohne Stellvertreter Posten antreten. Gell? Also das ist eine Benachteiligung, würde ich mal so sagen, aber ich lebe damit. Gell? Okay. Das hat auch mit dem Sitz im Bundestag. Ja. So, kriegst du auch noch, Stefan, du bist ja von Oberkocher. Genau. Also ich habe noch zwei, drei, also haben alle. Okay? Gut, dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr mitgemacht habt hier bei der Demo. Klein, aber fein, sage ich. Aber ich sage, es ist auch wichtig, dass auch die Leute sehen, dass wir nicht damit einverstanden sind. Man muss einfach ein Stück weit Flagge zeigen. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden noch mehr, weil die Einschränkungen werden jetzt so gravierend werden, da wird es jetzt jeder spüren, dass irgendwas in Veränderung ist und dass es hier nicht nur um Corona geht. Ja? Also, alles Gute.
Ich brauche das bis zum Jahreswechsel spätestens, aber ihr dürft es einfach so zuschicken. Entweder an Sophia Hofen in Aale schicken oder am Eierstand abgeben oder bei mir, wenn er euch irgendwo... Wenn ja, aber wenn ich triff sie jetzt so nicht. Ja. Damit muss ich jetzt auf meine Gemeinde gehen? Nee, bloß der Name, Adresse, Ei und ich gebe es dem Landratsamt und ich gebe es dann eintragen. Es gibt nur Bürger, die dafür mit einstehen. Ja. Also, jeder Bürger kann mitwählen. Ja. Also keine Waschmaschine, geordnet, das ist nicht der Plus. Damit einverstanden. Wenn ich ihn jetzt nicht mehr treffe, Nee, tun Sie geschwind ausfüllen. Das machen wir so, dann nehme ich es mit und dann tue ich das an die Gemeinde. Wo ist es? Welche Gemeinde? Aale, oder? Ja, das stimmt genau. Ja. Also mehr mit dem Kösingen. Kösingen, da komme ich demnächst staunen nach. Gut. Ja. Aber nicht zum Thema, oder? Ich komme da, wie heißt da die Gemeinde da, wo ihr seid? Riesabürger. Wie heißt es die? Riesburg. Riesburg, ja, da komme ich auch noch nach. Ja? Ich gehe in jede Gemeinde. Gut. Auch aufs Land. Mit dem Aufruf und auch mit meinem Wägele. Jawohl. Ja, das muss nicht bloß immer eine große Stadt sein. Es soll jeder die Gelegenheit haben. Jede Oma, jeder noch so Gehbehinderter, wo nicht mehr wegkommt, der soll die Gelegenheit haben, dass er sich Informationen einsammeln kann. Ja. Gut. Dann möchte ich auch noch was dazu sagen, hier geschwind. Ja. Hallo. Und zwar den Stream. Ihr könnt es im Internet könnt ihr das anschauen unter Stefan mit ph-live.v.de könnt ihr das anschauen. Minus live wie V mit Leben, genau. V, richtig. Soll ich dich mal zeigen vor der Kamera? Ja, kannst du. Okay. Also Stefan minus live. Ja, jetzt habe ich gerade kein T-Shirt an. Aber ja, nee. Stefan minus live.de auf dem Internet. Oder dann Stefan Minister, oder YouTube bin ich drauf und ein anderer Telegram auch Stefan Minus Live, also überall Stefan Minus Live. Da könnt ihr dann den Stream anschauen. Vielen Dank fürs Sehen. So, wunderschön. Also, somit ist die Veranstaltung dann in dem Fall offiziell aufgelöst und aufgehoben. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende. Gell? Ja, vielen Dank. Heute ist der 17. Genau.